Hallo zusammen. Ich habe mir vorgenommen, heute allen zu helfen und dann fangen wir mit denen an, die mit einer Maschine arbeiten, mit einer Werkzeugmaschine, mit einer Siemens-Steuerung. Und zwar geht es darum, dass einige von denen Werkzeugmagazine haben, sehr umfangreiche Werkzeugmagazine. Und zwar habe ich hier eine Maschine geladen mit 80 Werkzeugen. Die gibt es natürlich deutlich größer an Fräsmaschinen oder Drehfräszentren. Und da geht es darum, wenn man ein bestehendes Programm hat, zum Beispiel hier eine Übung 1, um die Werkzeuge alle zu finden. Darum geht's. Also wir haben hier unterschiedliche Werkzeuge, die im Programm aufgerufen sind und dann müsste man die vergleichen mit der Werkzeugliste. Die Werkzeuge hier sind jetzt alle beladen. Ja, Platz 2, der hier lag mal auf 1. Und einige Werkzeuge liegen auch hier unten und die sind dann entweder im Schrank oder werden von einer anderen Maschine benutzt. Und jetzt geht es darum, diese Werkzeuge, ja, zu finden, die jetzt gerade nicht in der Maschine beladen sind. Dazu habe ich mal ein Programm geschrieben und dann eine Zeit lang habe ich es auch irgendwie verlegt und jetzt wieder ein paar Mal benutzt und scheint recht hilfreich zu sein. Also es ist der TO-Check. Dazu müssen wir einmal wissen, wie das Programm heißt, was wir durchsuchen wollen. Es ist hier in dem Fall die Übung 1. Ich werde sie mal anwählen. Und dann tragen wir den Namen hier einmal ein. So, die Übung ist jetzt einmal in Shopdern. Sobald wir das Ganze starten, passiert Folgendes. Es wird einmal das Programm durchsucht. Dann wird auch die Werkzeugliste durchsucht. Und es wird einmal hier so eine TO-Checklist geschrieben. Es ist eine Liste, wo dann die fehlenden Werkzeuge alle aufgelistet sind. Also wir haben es fürs Programm Exercise 1 geschrieben. Datum, Uhrzeit steht alles drin. Und wir haben jetzt hier fehlende Werkzeuge. Es ist ein Außenschrupper, der beladen werden muss. Und ein Außenschlichter 55 neutral, der muss auch beladen werden. Jetzt können wir es vergleichen. Platz 3 und Platz 5 sind frei. Also Werkzeugliste. Ja, tatsächlich. Da sind die beiden aufgelisteten Werkzeuge. Und die Plätze 3 und 5 sind frei. Genau. Der kommt hier auf die 1 zurück. Und da unten müssen dann die Werkzeuge hin. So, das funktioniert einmal, wie gerade gesehen, für ShopTerm. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Wir haben hier zum Beispiel den ISO-Programm. Da stehen auch einige Werkzeuge drin. Und die müssen ja auch durchsucht werden. Das Programm ist natürlich noch ein bisschen länger. So, das heißt, wir merken uns einmal diesen Namen. Und schreiben das hier einmal rein. Dann starten wir das Ganze jetzt einmal in den ISO. So, und der TO-Checklist wurde bereits überschrieben. Sieht also wieder anders aus. Und da sind jetzt natürlich andere Werkzeuge, die jetzt beladen. Oder, so wie in dem Fall hier, der Stecher, der muss sogar angelegt werden. So, die Plätze wurden durchsucht. 3, 5, 24 bis 27. Das können wir uns angucken. Wir sehen hier ein paar freie Plätze. Die wurden aber nicht beachtet, da die Werkzeuge hier als übergroß markiert sind. Dürfen also keine Nachbarn haben. Also, das funktioniert alles soweit. Wir haben jetzt gesehen, es geht für ShopTern und Deniso. Es gibt allerdings noch andere Varianten, die funktionieren. Und zwar, es gibt hier die Strukturprogrammierung, das sind ja genauso Programme mit aufgelisteten Werkzeugen. Und jetzt sind natürlich die Programme alle hier als Unterprogramme gespeichert. Und dass wir die nicht alle durchsuchen müssen, brauchen wir hier bloß einmal auf Anwalt zu gehen. Den TU-Check lassen wir leer. Dann weiß er selbst, dass es ein Strukturprogramm ist und durchsucht jetzt alle Unterprogramme einzeln und macht hier unten eine Liste hin. TU-Checklist. Und da sehen wir, das Projekt ist ganz neu, deshalb sind noch gar keine Werkzeuge angelegt, also müssen alle diese Werkzeuge hier nochmal angelegt werden. Also das ist eine coole Sache, funktioniert soweit. Es gibt auch noch einige Einstellungen, und zwar auch zur Installation kann ich ja gleich was sagen. Es sind zwei Anwenderzyklen, die ich hier geladen habe. Da haben wir den TO-Check selbst als CPF. Und einmal das TO-Check-Set. Das ist die Einstellungsdatei. Die beiden braucht ihr bloß einmal in Anwenderzyklen reinkopieren. In dem Fall
liegt es hier vorne auf der ersten Seite. Wenn ihr es da nicht findet in eurer Maschine, dann geht es unter Menü Select, Inbetriebnahme, Systemdaten und dann habt ihr unter NC-Daten mit Kennwort könnt ihr Zyklen freischalten, Anwenderzyklen und da finden wir das auch. Und da müssen die rein. Sobald ihr es reinkopiert habt, könnt ihr unter Set noch ein paar Einstellungen vornehmen. Da geht es darum, dann zu sagen, wie die Datei heißen soll, die erstellt wird. Die muss nicht unbedingt TO-Checklist heißen. Dann gibt es einmal eine Einstellung zu den Sprachen. Es geht einmal ein bisschen um Geschwindigkeit, wie viel Schwesterwerkzeuge ihr maximal benutzen wollt, wie viele Zeilen im Programm gelesen werden sollten. Da geht es halt um Struktur. Und die Ausgabe. Es gibt einmal die Gildemeister-Variante oder was wir jetzt benutzt haben, einfach nur als Text. Ja, sobald man die Einstellung vorgenommen hat, kann man dann das Ganze starten. Magazin, Listeneinstellung, was für Magazine ihr habt. Und dann funktioniert das. Also viel Spaß beim Anwenden. Ein Link zum Runterladen ist in der Beschreibung. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bitteschön.